Moinsen, 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 Löde. Zur siebten Folge der SV Waldhof-Mannheim-Karriere. Mannheim-Karriere, ja. Letzte Folge haben wir sehr viel simuliert. Hier von 2. September bis hier zum 20. Oktober. Also mehr als einen Monat. Und haben ein absolut krankes Talent gefunden mit Nils Kuhn. Der mit seinen 15 Jahren halt schon eine 62 hat und absolut krankes Potenzial dazu nur noch. Er ist auch schon eine Gesamtstärke hochgegangen durchs Training. Und ja, was steht heute auf dem Plan? Da ist Bayern 2, DFB-Pokal gegen Dresden, den ich definitiv selbst spielen will. Unterhaching, Groß Asbach und ich würde sagen, wir machen mal bis Ende November, Anfang Dezember in der Folge. Und ja, dann simulieren wir mal das Spiel gegen Bayern 2, die hier direkt auf dem Plan stehen. Und ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht ein bisschen das Team schonen will für einen DFB-Pokal, weil er könnte auch mal in die Verlängerung gehen. Denn ich will eigentlich schon auf meine absolute Top-Elf setzen. Und das ist halt Bayern 2, ne? Ich glaube, ich mache mal ein bisschen. Mal so ein Spiel mit einem schlechteren Ausdauerwert. Und ja, die zeige ich euch dann gleich mal. Ja, so sieht unsere quasi B11 aus. Wir spielen so mit dem gefühlt schlechtesten Mittelfeld, das existieren kann. Gegen Bayern 2. Sache ist, Tabellenführung ist halt tatsächlich nicht so unfassbar wichtig. Und vor allem, wir verlieren die nicht mal, weil alle schon öfters gespielt haben. Maximal können wir Bayern mit uns leicht ziehen. Aber wenn wir unentschieden spielen, was wir auch tun, Ferrati verletzt sich auch noch. Also gut, dass wir nicht unsere besten Spieler eingesetzt haben. Der ist ja verletzt. 2 Wochen, okay. Also länger als Barrio Martins definitiv. Ja, aber dafür ist unser kommendes Team. Ja, okay, also Markovic noch ein bisschen. Und Konrad auch noch ein bisschen. Seger auch noch ein bisschen. Aber ja, dann gehen wir gleich mal ins Spiel gegen Dresden rein. Ich stelle es kurz wieder zurück. Und dann geht's rein. So, Startelf steht mit einem Unterschied zur normalen Startelf. Und zwar, wenn ihr im Sturm seht, da steht Soleimani. Sache ist, Markovic ist noch ein bisschen angeschlagen und Soleimani ist aktuell nicht wirklich zufrieden mit seiner Spielzeit. Ich will ihn aber eigentlich gerne als Backup behalten. Folglich spielt er jetzt mal eine Runde. Wenn es nicht funktioniert, werde ich ihn zur Halbzeit rausnehmen. Falls doch, kann man vielleicht auch mal überlegen, ob man vielleicht irgendwie dann während dem Spiel so ein bisschen umstellt, dass man am Ende dann irgendwie mit einem, keine Ahnung, mit einem 4-4-2 oder 3-5-2 oder so spielt. Und dann kann man Höfer in die Innenverteidigung stellen oder sowas. Der ist groß genug für sowas. Da können wir auch mal sowas ausprobieren. Aber erstmal Spiel gegen Dresden. Auswärts. Und ich würde sagen, let's begin. Oh fuck, da war noch ultimativ drin. Scheiße. Mal gucken, wie es läuft. So, folgendes. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich ja außen noch ein Ultimativ drin hatte, was halt aktuell absolut unfair ist. Weil ich habe hier alle Z-Boosts rausgenommen und hoffe mal, wir können hier auch nur irgendwas gewinnen. Heißt aber jetzt wahrscheinlich, ich muss jetzt hier aufmerksam spielen, wie es nur geht. Folglich, arg viel Commentary wird es hier wahrscheinlich dann nicht geben. Ich werde zwar reinschalten dann, aber ich werde mich hier mehr konzentrieren müssen. Also dann bis zur ersten Szene. Und die erste absolute Glanztat von Schändler nach gerade mal 3 Minuten gegen Ebert. Schon so ein typischer CPU-Strau und Schändler kriegt gerade noch das Knie ran. Oh, das wird absoluter Krampf, das Spiel. Warum habe ich das auch jedes Mal nur kurz vor der Partie umgestellt? Wie gesagt, also die Ultimative ist halt nach dem letzten Update absolut unfair. Oh, und ich krieg den Ball nicht raus. Ich krieg den Ball hier nicht weg. Und wie nimmt er dazwischen? Jetzt vor Riccardi. Ach Mann. Ja, Barrio Martins, jetzt mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Über Höver. Höver zu McLennan. Und der ist halt. Ist auch nicht so schlecht, der Junge. Ja, Renner, bist du einen Keeper zurück, Junge. Soleimani, fehlt ein bisschen Geschwindigkeit von Markovic. Ich merk's schon. Aber, wo es noch ein bisschen schlimmer werden könnte, wenn jetzt mal bei Moussa Kone landet. Weil Moussa Kone ist, glaube ich, der schnellste Zweitligaspieler in FIFA. Und ja, der ist
unfassbar schnell. Bisher geht da zum Glück alles noch über links, was man nachher einigermaßen verteidigen kann, vor allem weil unsere Verteidiger einigermaßen groß sind, also ziemlich alle außer Lindsay. So, ach, aber ich kann halt kein Spiel in Lauf machen, weil die Spieler halt auf ultimativ gefühlt halt 80 mal schneller sind. Das heißt, wenn, da kannst du per Mertesacker hinstellen und der überholt dich trotzdem. Und was macht Chandler da, Alter? Der Junge fliegt ja wie ein Gott. Krank. Oh, scheiße. So, gerade erste Ecke war nicht wirklich gefährlich. Die zweite jetzt übertritt. Und ich habe mich gerade drin gesehen. So, jetzt muss man aufpassen. Jetzt fahren wir erstmal Segert hier ran. Das ist Chandler. Kommt. Okay, der soll echt gerade zu Höhe war. Scheiße. Bei Romartins, bitte. Chandler. Der ist so. Der hat uns jetzt schon so oft gesaved, der Junge. Das ist krass, wie gut der Typ ist. Chandler, absolutes Biest. Jetzt rennt der schon wieder bis zum Torhüter zurück. Was zur Hölle? ja, bei Romantis wird erstmal jetzt schon halt. Passiert. Seger. Schindler. Korte. Okay, ja, faul. Ich will jetzt echt keinen Freischuss von denen aus der Entfernung bekommen. Einfach nur, weil die Freischüsse der ultimativen CPU immer drin sind. Immer. Kann man nichts machen. Belfina weiß ich aktuell noch nicht, weil man dann Torhüter selbst steuern kann. Und schon wieder Schindler. Ich glaube, da hat er bisher so die meisten Ballkontakte bei uns. Alter, ich komme nicht an diesen Ball. Junge, was zur Hölle? Das ist zu Höhe war. Und damit habe ich das Spiel jetzt schon verloren. Aber nur weil ich nicht nach vorne komme. Okay, jetzt konzentrieren, wie gesagt. Irgendwie wird es ja schon funktionieren. Irgendwie wird es funktionieren. Wir sind in der nächsten Szene. Hier ist mal was passieren. Korte über links. In Rückraum zu Riccardi. Riccardi zieht den Ball einmal vorbei. Riccardi? Riccardi. Natürlich ist wieder wer dazwischen. Ach, scheiße. Aber ich bin mal nach vorne gekommen. Und ich merke gerade immer wieder, wie sehr ich die physischen Sets von Markovic gerade vermisse. Warum habe ich ihn eigentlich halt im Pokal rausgepackt? Rüber zu Soleimani. Und jetzt fehlt er hinten. Oh. So ein Krampf gegen die ultimative CPU, das ist. Oh, Christiansen, okay. Riccardi. Durch zu Soleimani. 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 Wait. Elfmeter? Mal wieder? Okay, Riccardi. Der hat jetzt das letzte Mal einen schon reingemacht. Ich mach den nach links unten. Riccardi drin, 1-1. Holy shit. Riccardi, absoluter Ehrenmann. Der hat einfach drei Tore, vier Tore bisher gemacht. Und einfach drei davon waren Elfmeter. Holy shit. Okay. Wir sind wieder dran. Wir sind wieder dran am Speck, am Sieg irgendwie. Keine Ahnung. Weiter geht's. Und direkt der nächste Angriff. Der war, aber ich habe keine Ahnung, wie ich den gerade verteidigen soll. Ich laufe auch mit, mein Spiel einfach zu langsam. Und dann ziehen einfach zwei meiner Innenverteidiger, ohne dass ich sie rausgeholt habe, einfach raus. Da konnte ich halt nicht. Wenn die CPU halt will, dass ein Tor passiert, passiert ein Tor halt auch. Der Ball war ja nicht mehr gut ins Tor geschossen gerade. Die haben natürlich auch eine gute Reaktion haben können als Torhüter, aber ja, ich will jetzt. Schindler hat schon so viel gehalten heute. Den will ich jetzt nicht wirklich schlecht reden in einer Aktion. So ist jetzt nicht. Aber wir müssen ja jetzt wieder rankommen. Und es war halt der erste Gegenangriff. Und es ist fucking Dresden. Die sind halt trotzdem noch Zweitligist, ne? Riccardi. Oh, Riccardi, please. Was war denn das gerade für ein Move? Okay. Barrero Martins. Och, Mann. Ich kann den Ball halt nicht mal zurückziehen, ohne dass die halt direkt dran sind. Fuck, fuck, fuck. Oh, Alter. Das Glück sind meine Innenverteidiger so riesig. So, Christiansen. Barrero Martins.
Barrero Martins. Durchauf McLennan. Der hat ja schon letztes Mal im DFB-Pokal gezeigt, was er kann. McLennan. Kurzer. Warum läuft der weiter? Das ist ja fast aber abprallt. Ach man. Ja, und Halbzeit. Jetzt gilt es irgendwie zurückzukommen. Und ich glaube, der erste Weg in die Richtung ist für Soleimani Markovic zu bringen. Einfach nur, weil der von den Stats, der hat einfach 80 Physis. Also, der ist ja auch viel schneller, der ist beweglich. Der muss jetzt hier seine absolute Power reinbringen ins Spiel. Ich sehe das auch schon halb am Arsch. Das wird jetzt noch ein interessantes Spiel. Was war das gerade? Defensiv einfach. Also, das war irgendwie gerade so: der Ball ist dann 80 Stellen abgeprallt und dann ist halt wieder ein Dresdner dazwischen. Schauen wir mal kurz an. Ja, natürlich zieht sich der Ballverteidiger raus. Kone kommt dann schießt dann Lindsay irgendwie doppelt an. Schindler ist dann raus. Der hat nur so eine Reaktionszeit. Der sieht doch, dass der Ball nicht reingeht. Aber nee, er muss natürlich dann hinspringen. Aber wie gesagt, ich will Schindler hier halt nicht groß kritisieren als Torhüter, aber nur weil er uns bisher so viel gehalten hat. Aber jetzt sind wir halt zwei Tore hinten. Und die Chance aufs Weiterkommen, die schwindet immer weiter. Hätten uns da nicht gerade folgen können? Markovic, ach Mann. Hat Dresden nicht auch irgendwie einen Innenverteidiger, der so knappe 1,70 groß ist, so knappe 1,80? Warum spielt der jetzt nicht? Den bräuchten wir mal für Markovic gerade. Wobei wahrscheinlich der bei der ultimativen CPU auch irgendwie Sprungkraft von 8 Milliarden hat oder so. Der fliegt einfach bis ins All. Hauptsache höher als meine Spieler natürlich. Ja, aber na, wollen wir nicht weiter rumheulen. Vielleicht passiert hier noch irgendwas Positives für uns. Also dann klären wir den Balance aus. Heißt schon mal keine ekligen Angriffe über den Flügel. Aber kann ja noch Eis kommen, ne? Oh, Kone. Was war denn das gerade? Jetzt werden wir abgefertigt. Meinst halt mal so absolut keinen Bock. Wobei das auch gerade eher bedingt war, dass ich ihn gerade absolut behindert gesteuert habe. Aber, Alter. Ja, Pässe. Man kann halt auch keine Pässe mehr auf ein normales Tempo spielen, ne? Wenn der PC, wenn CPU will, dass, wenn Spiel will, dass du nicht nach vorne kommst, dann kommst du auch nicht nach vorne. Erstmal einen Keeper umgegrätscht. Perfekt. Einzige Angriffsmöglichkeit hier gerade so geführt ist Rafael Korte. Auch wenn der Pass gerade absolut grottig war. Weil es ja dann linken Körner sogar bedrängt wurde. Riccardi. Riccardi, please! Du warst ja ein Spiel bisher so gut, dann spielst du einfach Kone an, please! Holy shit! Das ist schon okay. Rayo Martins. Irgendwie kommen wir da ran. Riccardi. Alter, die werden einfach umgerammt! Du wirst einfach umgerammt! Ja, Innenverteidigung mal wieder sortiert, wie es nur geht. Aber sich kommt da noch. Schulz, glaub, war es, glaub, kommt da noch ran. Und wieder kommt der Ball irgendwie zum Gegenspieler, wo er eigentlich nicht hin soll. Und dann kommt der Ball auch aufs Tor. Und Schindler kann mal wieder zeigen, was er kann. So, wieder Ecken verteidigen. Ach du Sch. Markovic zu Riccardi. Okay, jetzt. Konter. Korte. Du bist schnell. Korte, zieh. Zieh, 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 zieh. Rafael Korte. Rafael Korte. Rafael Korte. Natürlich ist er dran. Der. Flachwichser. Riccardi. Alter, was? Wie war denn der gerade dazwischen? Das war gerade der Zweikampf des Jahres so gefühlt. Wie er daran gekommen ist, irgendwie Riccardi im Strafraum umzulegen. Was machst du, Segert? Warum steht der gefühlte 3 Kilometer von Kone weg? Fucking 5-1. Elmar for real, ich weiß nicht, wie man gegen diese CPU gescheit spielen soll. Das würde halt auch in einem normalen Ligaspiel nicht anders aussehen. Und ich glaube trotzdem, dass wir eine Mannschaft haben, die 5-1 von Dresden abgeschossen wird. Normalerweise. Aber die CPU ist halt.
Schauen wir uns mal an. Cord ist einer unserer schnellsten Spieler. Ich weiß, ich kann mich auch täuschen, aber Elas ist da bis nicht unbedingt der schnellste Spieler. Bei Kone, okay, Kone ist sackschnell. Hat da irgendwie 89 Sprint oder sowas. Kann sein. Aber dass halt wirklich jeder Spieler vom Gegner halt schneller ist als der eine. Oder fast jeder. Okay, das war jetzt nicht gut. Oh, Schulz, okay. Ja, und da können wir auch schon mal sagen, da sind wir halt clean raus. Da sind wir clean raus aus dem Pokal. Sag mal so, als Drittligamannschaft und muss jetzt nicht unbedingt spielen wie Kaiserslautern diese Saison, wobei die jetzt auch raus sind gegen Düsseldorf. Aber wenn auch vor zwei Parts war es, glaube ich, wo ich gesagt habe, yo, 2-1 gegen Düsseldorf, Kaiserslautern für 2-1 gegen Düsseldorf. Dann wurde einfach in der zweiten Hälfte komplett abgefertigt, so wie wir hier. Alter! Man sieht ja typisches Zweitliga-Tiki-Taka bei Dresden. Das spielt nicht der VfB, das spielt nicht Hannover, das spielt nicht Bielefeld, nee, das spielt Dresden. Die auch gegen uns gemauert haben wie Scheiße. Wobei, das war jetzt nicht so schlimm wie bei Wiesbaden, 7-1. Mal for real, da konnte ich gerade nichts machen. Da konnte ich gerade clean nichts machen. Ich hätte vielleicht irgendwie früher zu Segert gehen müssen, aber. Ja, 7-1, es ist. So, Höver. Okay, rennen will er anscheinend auch nicht mehr. Verständlich. Bei dem Spielstand. Jo. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich. Ich werde es wahrscheinlich nur noch mal zeigen, falls so irgendwie ein Tor gefallen ist oder so. Sonst, ja, sehen wir uns gleich im Interview nach dem Spiel. 8-1, Löde. Schon wieder so ein typischer CPU-Schuss. Und ist drin. Diese 8 Milliarden kmh-Schüsse. Ja, wieder Höver. Ich komme noch irgendwie vorbei. Wie auch immer das passiert, aber in der Mitte wäre auch keiner mehr mitlaufen. Und spielt es aus, oder? Nee, ist nicht mal. Ah, kriegen wir noch einen Freistoß. Ehrentreffer, Markovic, hast du Bock? Nee, der Ball landet bei Korte. Dem Zwerg des Jahrtausends. Und spielt es um. Alter. Was? Mal schauen, wie viele Tore haben die einzelnen Spieler bei denen gemacht? 4 Tore hier, Mijev. 1. Ach, Alter. Absolut Spiel zum Vergessen einfach. Ja, aber eben diese. Ich kann mich nur wiederholen, die aktuelle ultimative CPU, die ist nicht bespielbar. Dann spielen wir Markovic-Tor. Der hat, als ob der schon so lange nicht mehr getroffen hat. Druck ist groß, ja, aber trotzdem. Ist Dresden mal besser, clean. Dresden ist auch eigentlich die bessere Mannschaft, aber halt nicht so viel besser. Das war ein 8-1. Erstmal Trainingseinheit, vielleicht sind wir beim nächsten Mal besser. Lol, XD. Schindler immerhin mit 69. Jo. Ja, und Messias Schwarz wäre definitiv auch nicht besser gelaufen. Ja, mein Kleiner darf spielen. Aber was ich jetzt definitiv machen werde, das hier. Weil diese CPU auf ultimativ nicht bespielbar ist. Vorschlag für die Kapitänsrolle. Kevin Konrad. Ja, das ist aber der hier. Kann man schon mal, aber der ist halt mir halt zu klein für einen Innenverteidiger mit 1,81. Also Minimum 1,82, 1,83 soll ein Innenverteidiger sein. Was jetzt auch nicht viel kleiner, viel größer ist, aber es ist halt nochmal ein bisschen was. Zwar nicht arg viel, aber halt ein bisschen was. Jo, Jugendmannschaft ist ja mittlerweile 16 Neon nicht. Sogar 65 Freistoßpräzision. Der wird so lustig zu spielen. Jetzt, das war jetzt schon. Der wird so unfassbar geil zu spielen. Heim gegen Unterhaching spielen wir jetzt noch. Wollen ja eigentlich bis Anfang Dezember kommen in der heutigen Folge. Ich weiß nicht, ob vielleicht jetzt irgendwas mit Transfers oder so mal passiert. Wir haben einfach für keinen der Spieler. Okay, eigentlich wollte ich ja auf alles simulieren gehen, aber egal.
Geil? Egal. Rekai fällt ein A, nee, nur ein C, leider. Aber, ja, mach mal nix. Vielleicht passiert noch irgendwas, vielleicht auch nicht. Mordliches Scouting-Update. Ich habe gerade außerdem schon die Aufnahme beendet, den Aufnahmeteil gerade beendet, aber sehe nicht, dass wir noch ein Scouting-Update bekommen haben. Robert Lang kann ich leider gerade noch nicht mitnehmen und ich kriege auch aktuell keinen Spieler verkauft, deswegen kann ich auch keinen anderen mitnehmen. Nee, nehme ich nicht mit, der ist von der vom Potenzial zu niedrig. Aber Robert Lang bleibt definitiv mal auf der Liste. Oh, soll ich den mitnehmen? 350.000 Mark wert. Lass ich mal drin. Der wird zwar nicht arg viel besser werden. Vom Potenzial her. Wahrscheinlich noch eher schlechter. Aber der ist halt einfach zu gut von den Stats her. Von der Gesamtstärke her. Aber, okay, nochmal kurz durchgehen. Ich überlege, ob ich Soleimani doch verkaufen soll. Der wäre eh mehr spielen. Und dann kannst du halt Markovic für die Stamm spielen. Und dann kommt dann noch Kuhn, heißt der, glaube ich. Nee, ist Kuhn. Kommt auch noch aus der Jugendschule raus irgendwann. Dass der dann einfach der Backup-Stürmer wird. Weil simulieren gegen Waldhof gegen Groß Asbach. 3-0 Sieg zu dem Mani trifft tatsächlich jetzt sogar, weil ich vergessen habe, Markovic da reinzupacken. Und Baryomanis hat sich schon wieder verletzt. Wie lange diesmal? Habe ich halt eben gar nicht gesehen. Wie lange ist es diesmal? Bin ich wieder zu lang. Wieder nicht so lang. 7 Tage, okay. Oh, der hat sich jetzt schon ein paar Mal verletzt, aber eben dann nicht so lang. Wer ist auch froh, dass sie schon eingeleitet werden? Markovic ist wahrscheinlich auch froh, weil er dann eben nicht so heftige Konkurrenz im Sturm hat. Und der ist auch einfach geil zu spielen im Sturm. Und ja, und eben Kuhn wird auch noch irgendwann nachkommen in den nächsten, in der Saison wahrscheinlich auch noch. Soleimani Angebot 1,25 Millionen von Yeni Malatyaspor. Genau das. Und ich werde es mal delegieren. Nochmal Anfangsangebot 2,5, Minimum 1,75. Ich will ihn schon was haben, der ist erst 23. Und der ist ja einfach trotzdem 5 Jahre älter als unser anderer Stürmer. Wir haben einen sehr jungen Sturm. Nice. Kuhn geht um eine Gesamtstärke hoch. Schindler geht auch eine Gesamtstärke hoch. Und Schindler ist jetzt mittlerweile, ja, ist unser bester Spieler mit einer 70. Weil Torwarttraining einfach absolut overpowered ist. So ein. Okay, ja, war wahrscheinlich zu viel. Vielleicht soll ich lieber selbst verhandeln. Ich glaube, da mache ich jetzt mal die Dinger nicht, die Pressekonferenz. Ich bin 1-1, ist gegen Ingolstadt eigentlich ein akzeptables Ergebnis, würde ich sagen. Aber nur weil es halt Ingolstadt ist. Okay, jetzt ist er viel glücklicher, passt. Ein Ruf für Suleiman, die Frosinone. Diesmal werde ich mal selbst reingehen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ein Ergebnis rausgekommen ist oder eben nicht. Frosinone nimmt 2 Millionen an, das ist das doppelte Formatwert von Suleimani. Das ist stark. Wenn das jetzt durchgeht, haben wir im Winter richtig viel Geld. Da würde ich vielleicht auch noch eine Folge aufnehmen, einfach nur damit wir die ganzen Wintertransfer also machen können, weil ich da jetzt echt Bock drauf habe. Ah. Soleimani ist verkauft. Wir kriegen 1,4 Millionen im Winter. Und jetzt Kuhn ist er mittlerweile 16, immer noch nicht. Apo ist erstmal hochgegangen, also Minimum 81 jetzt. Der einfach Ballkontrolle von 71. Oh, der wird so lustig zu spielen. Wahrscheinlich noch irgendwie als Zweitposition, wenn der Spieler Mittelstürmer hat, dann entweder Zehner oder Stürmer. Es sind ja immer nur so diese ganz bestimmten Kombos bei den Positionen. Und dann können wir gucken, ob wir uns vielleicht noch einen neuen Linksaußen holen. Weil, dann würde ich theoretisch noch Guaida auf meine Transferliste setzen, glaube ich. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht jetzt im Winter dann einen neuen Linksaußen bekommen. Und vielleicht noch einen zusätzlichen Innenverteidiger, weil eben Flick jetzt nicht unbedingt der Beste ist. Dass dann halt hinter Schulz, Segert und Konrad noch einen haben. Und wenn wir halt Guaida jetzt auch noch verkaufen könnten, mischen wir erstmal gegen Münster. War das was? Oder nicht? 4-0, Markovic Doppelpack. Nice. Weil Korte aktuell einer der Sch Okay, wir können vielleicht eher erstmal haben Innenverteidiger als das für Schulz. Du sollst ja eh verkauft werden, Mann. Habe ich dich ja nicht auf Transfers gesetzt? Habe ich es zwar nicht gemacht?
Auf jeden Fall, ich glaube, ich muss jetzt auch mittlerweile mal McLaren runterpacken, einfach nur weil der mittlerweile einfach zu krank ist. Und soll wir Markovic draufpacken? Oder Barrio Martins können wir mal machen, dass der defensiv ein bisschen besser wird. Machen wir mal Abwehrszenarios bei ihm rein. Und Hütten B, nice. Lindsay. Schindler können wir doch auch mittlerweile mal rauspacken, der ist auch schon 71. Und wir boosten mal die anderen Werte von dem, weil bei Töten ist immer zwei Trainingsarten. Mein monatliches Scoring-Update. Wir haben auch die beiden vom letzten Mal drin sein. Zusätzlich. Benjamin Engel ist ja. Also ich weiß nicht, ob das der vom letzten Mal noch ist, aber wenn der halt 1,94 groß ist und Innenverteidiger, wäre das halt wahrscheinlich schon fast die Problemlösung für die Innenverteidigung. Robert Lang. Oder ich bin jetzt sogar mittlerweile. Wenn ich an. Okay, dann nehme ich den direkt mal mit. Bisschen auch mit dem noch nicht. Ralf Wagner wird abgelehnt. Philipp Dietrich abgelehnt. Marvin König wird auch abgelehnt. Und Rathmann wird auch abgelehnt. Heißt, Robert Lang ist auch weiterhin drin. Dann schauen wir uns jetzt mal den guten Bester Benjamin Engel an, der ist Sechser. Linksfuß. Aber kann vielleicht auch Innenverteidigung spielen. Und so 1,94 Sechser in der Innenverteidigung würde ich jetzt nicht nein sagen zu. Aber jetzt sind wir vor dem Spiel gegen Braunschweig. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal die Folge hier. In der nächsten Folge gibt es dann die letzten paar Spiele vor der Transferphase, folglich Braunschweig, Zwickau und nochmal Kevin des FC. Den wir ja schon gespielt haben, heißt wahrscheinlich, wird es dann gegen Braunschweig gehen. Und dann vielleicht noch die komplette Transferphase, mal schauen, wie es aussieht. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal und tschö.